Ich weiß, was Sie sagen will. Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen schon am Alkohol gestorben sind? Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen durch Alkohol erst geboren wurden? Ich mag es, die Menschen zu unterhalten. Also ich finde es ganz toll, wenn ich irgendwas erzähle und die Menschen lachen und freuen sich. Ich finde, das Leben im Allgemeinen ist einfach ernst genug. Und ich finde es schön, wenn man die Menschen für 20 Minuten mal da rausnehmen kann und die einfach Spaß haben. Seit mittlerweile 5 Jahren reist Büttenrednerin Marina aus Schwalmtal jetzt durch den Karneval. Auf der Bühne ist sie Stewardess Marina, die fliegende Holländerin, und erzählt dem Publikum von ihren Erlebnissen an Bord. Die 25-Jährige ist eine der jüngsten Büttenrednerinnen in der Region. Als sie anfing, war sie gerade mal 20. Also normale 20-Jährige, die haben irgendwie andere Flausen im Kopf, als Büttenrednerin zu werden. Aber dadurch, dass ich einfach ja, damals mit 2 schon im Karnevalsverein mit in den Zügen mitgegangen bin und ja, es einfach nicht anders kenne, weil Karneval ja bei uns einfach eine Familiensache ist, bin ich da so reingerutscht. Familiensache, das sind auch Marinas Auftritte. Jedes Mal mit dabei Marinas Eltern und Freund Manuel. Der sorgt dafür, dass die Technik läuft, Mutter Roswitha ist der seelische Beistand und Vater Hans-Christian kümmert sich um die gesamte Auftrittsorganisation, Verträge und Co. Er ist sozusagen Marinas Manager. Ich hätte ganz gerne auch selbst mal irgendwas gemacht, aber wenn man talentfrei ist, dann freut man sich, wenn die Tochter dann diesbezüglich auf solche Ideen kommt und eine Rede fabriziert und sie dann ganz nach meinen Vorstellungen rüberbringen und sie kommen noch sehr gut an und das ist dann besonders, macht mich sehr stolz, ja. Wenn man dann weiß, da stehen 3 Menschen hinter einem, ist das ein ganz anderes Gefühl. Vor allen Dingen auch, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man auch mal einen schlechten Tag hat, dann gibt es da immer die 3, die hinter mir stehen und sagen, hey, die bauen einen auf, die unterstützen einen. Das ist einfach, ja, ein wahnsinniges Gefühl. Damit aber Marinas Auftritte gut laufen, heißt es üben, üben, üben. Zu Hause vor dem Spiegel geht sie ihre Performance durch, immer und immer wieder. Die Wehen werden stärker, das Baby flutscht raus. Ich gebe dem Neugeborenen einen Klaps auf den Po. Da sagt der 5-Jährige, so, und jetzt noch eins in die Fresse. Was kriegt der auch da rein? Aber trotz Übungen, die Zuschauer mit der Büttenrede zu unterhalten und zu begeistern, das ist alles andere als einfach. Wenn ich merke, die werden ein bisschen unruhig oder die hören nicht so gut zu, dann versuche ich eben einen Witz, wo ich weiß, dass der einschlägt, den zu bringen, damit die wieder ja, zuhören und einfach wieder bei der Sache sind. Aber wenn man sie einmal hat dann, und sie einmal zuhören und sie einmal begeistert dabei sind, dann, ja, man muss sie einmal fangen, dann klappt's. Meistens fängt Marina das Publikum und wenn nicht, dann hilft nur eins. Durchziehen. Also es gibt, ja, man hat leider keine andere Wahl. Ne? Also man muss dann einfach, ich denke dann mal, okay, dann übe ich eben meine Rede nochmal, tu so, als wenn da keiner sitzt und spreche für mich alleine. Aber es ist natürlich schade, also das ist klar. Am schönsten ist es natürlich, wenn einfach alle zuhören. Bis Veilchendienstag ist Stewardess Marina noch auf den Karnevalssitzungen unterwegs. Und danach geht's dann ans Schreiben der neuen Rede für die nächste Karnevalssession.